Und da geht es natürlich direkt wieder ab hier am Windenbach, an den heiligsten Stellen des Jahres. Ja, langsam hier zum Jahresende versuchen wir es natürlich nochmal auf den Don. Die Ruten bimmeln und zuppeln, es lübt echt gut. Und hier an der Stelle, ich glaube, einige haben es auch schon probiert und es wurden auch schon wieder Trophies gefangen vom Don Kaulbarsch. Nicht auszudenken, Don Kaulbarsch Deluxe. Und was wurde noch gefangen? Fass-Trophies. Jede Menge Fass-Trophies wurden natürlich auch schon wieder gefangen. Der 250 Gramm, eine Güster. Der 250 Gramm Don ist einfach nicht leicht zu fangen. Einige Nasen hier, gerade ja schon gesehen. Güster ab und zu. Don Kaulbarsch. Wir hatten letztens noch ein Wettangeln hier gemacht. Und ja, auch da gibt es Don. Und ja, viele, viele Muscheln. Wir können ja mal eben reingucken in den Kescher. Guck mal hier, zack, 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 in den paar Minuten, 7 Minuten, 4 Muscheln schon dabei. Einiges auch an maßigen Fischen, das heißt auch kohlemäßig ist es gut. Gerade wenn man hier mit seinem Starter-Setup steht auf 104, 118, kann man hier ganz gut Kohle machen. Aber natürlich auch, wenn man Muscheln gerne haben möchte, um daraus fantastische Goldköder zu zimmern, auch dann lübt das natürlich. So. Erstmal einen Schluck Kaffee und dann lübt das wieder gut weiter hier. Ein Rotaugen. Ich habe die letzten Tage wieder an verschiedensten Stellen rumprobiert, schön auf kleine Fische gegangen. Zum Beispiel auch auf, wo hier gerade ein Z-Fisch war, am Volcho 71-100. Circa 20 Meter rausgeworfen mit einem 12er-Haken und Regenwurm. Und da lübte zum Beispiel die Zerte ganz gut. Kann man natürlich auch ein bisschen größeren Haken nehmen. Aufpassen, nicht zu groß oder mit einem Tauwurm an der Stelle. Hatte ich, zack, erstmal instant auch einen kleinen Wels dran auf dem Tauwurm. Aber auf dem Regenwurm hat das ganz gut funktioniert. Auch da silbertechnisch 71-100 am Volcho. Sehr, sehr gut. Das mal so für zwischendurch. Hier laufen gerade die Nasen. Es ist kalt, man merkt es. Es geht in Richtung Winter, so soll das sein. Im Turnier stand ich hier, stand aber auch hier und habe hier so reingeworfen. In diesem Bereich. Es gibt ja so diese Infos zum Don, dass er sich gerne in sandigen Bereichen aufhält. Und in diesen sandigen Bereichen dann, sich quasi gerne dann scharenweise, heißt es ja, quasi dann da aufhält, in kleinen Gruppen. Ja, möglicherweise, vielleicht gibt es einfach nicht den richtigen Köder im Game, um den scharenweise rauszuziehen. Und wir sind einfach vielleicht nur im Besitz von dem Mistwurm, den er sehr ungerne frisst vielleicht. Und vielleicht mag er irgendwie, keine Ahnung, Döner als Köder? Wer weiß. Und den kann man halt einfach hier nicht ranheften, deswegen fangen wir auch so wenig. Kann natürlich alles sein, wer weiß jetzt schon. Aber, wie gesagt, hier an der Stelle, ich zeige das nochmal eben kurz auf der Map. Wir sind hier ganz, also fast ganz oben. Häufig war ja immer hier. Hier wurden auch schon wieder welche gefangen, man sieht das ja immer. Das wird ja immer gerne gepostet. Also hier wurde schon wieder eine Trophy gefangen. Ich meine, hier ist ganz klassisch in dem Bereich. Hier geht es ganz gut. Also eigentlich hier alles, wo es halt immer so ein bisschen sandig ist, ne? Auch mal gegenüber, also in dem Bereich. Ja, dann hier, hier in diesen Bereichen auch immer mal wieder. Aber wie gesagt, jetzt im Moment gerade aktuell dort in dem Bereich. 5 Meter, gar nicht weit geklippt, 5 Meter nur. Das ist das Minimum, was man klippen kann. Ich stehe relativ nah am Wasser, nicht ganz drinne, soll man ja nicht. Das scheucht dann so ein bisschen, sondern halt richtig nah dran. Und dann raus mit den Ruten und das Gezuppel geht los. Wie gesagt, von der Frequenz her schon alles top.
Ja, das wäre natürlich ein grandioses Weihnachtsgeschenk, oder? Überleg mal. Nach tausenden Stunden am Windenbach, nach hunderten Stunden am Windenbach, nach tausenden Stunden im Game, endlich mal die Don Kaulbarsch Trophy. Auch den werfe ich jetzt mal ein bisschen weiter hier rüber. Das wäre doch der Hammer. Oha, ein höher können wir noch. Achso, vom Setup. Ich zeige mal eben das Setup. Alter. Dicker Brummer, ey. Also, das Setup ist wie folgt aufgebaut. Gehen wir mal eben rein. Ich habe natürlich die Winkelpicker. Wenn ihr keine Winkelpicker habt, einfach normale kleine Fieder nehmen. Absolut okay. Natürlich muss man hier auch nicht so was nehmen. Man kann ganz normal mit der Spark als Rolle natürlich darum hantieren, denn man hat ja eh quasi nur eine sehr dünne Schnur drauf. In dem Fall habe ich jetzt mich hier für die Invisible Mono entschieden. Ich bin ja sonst immer ganz gerne auch mit der Micro Braid unterwegs. Aber jetzt in dem Fall habe ich hier mal auch recht dünn die Mono-Schnur genommen als Invisible. Also sehr schön durchsichtig. Kein Vorfach, nichts davon dran. 18er Haken, Mistwurm und gib ihm. Das ist das Set. Ja, und wie gesagt, das wäre natürlich zu Weihnachten der Oberhammer. Der Oberhammer. Ich habe ein bisschen was rausgezogen jetzt in der Zwischenzeit. Es lübt und lübt und lübt. Mittlerweile gehen hier aber auch sowas wie kleine Giebel ran und so. Man kann es natürlich auch wieder mit einer Futtermische probieren. Auch das wäre eine Möglichkeit. Jetzt wie gesagt hier nochmal ein bisschen weiter rechts hingeschmissen. Wenn Futtermische, tja, dann natürlich alles, was so in Richtung Wurm geht. Alles, was in Richtung Wurm geht, mal reinhalten. Wenn es den Fisch ein bisschen triggern kann, dann nutzen wir natürlich die Chance, dass es ihn triggert. Beziehungsweise, wenn wir ihn dann rankriegen, wäre das natürlich mega gut. Ne, da war nur eine Spiegelung. Ja, und ansonsten heißt es dann natürlich warten, warten, warten. Schön in den Abendstunden und ich würde sagen so bis ungefähr 10 Uhr. Das machen wir jetzt auch und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. In der Zwischenzeit vielleicht einfach mal gucken, wenn ihr noch ein geiles Geschenk braucht für Weihnachten oder so. Meine geilen Shirts auf Amazon. Komplett verschiedenste Motive. Der Aal, die Esche, die europäische, die Bachforelle. Gibt's alles unten drunter. Unterm Video verlinkt. Gönnt euch. Viel Spaß damit. Oder wenn ihr ein Geschenk braucht für einen Angelkollegen. Petri Elümmels. So, wir ziehen jetzt hier gleich noch die Trophy raus. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Na? Da ist er, Alter. Ganz winzig, unspektakulär und ballert hier einfach rein. Der olle Don. Ist der Hammer. Ich habe tatsächlich gerade, jetzt haben wir 4 Uhr, exakt vor einer Stunde, ziemlich genau vor einer Stunde, nochmal Wurmmische reingeschmissen. Wir können da gerne nochmal reinschauen. Futtermische Wurm. Meine Mega-Wurm-Mische. Da ist sie im Detail. Basis kann man, glaube ich, variieren. Ich denke nicht, dass da Leinsamen zwingend notwendig ist. Man könnte, glaube ich, auch irgendwas Feineres nehmen. Ich habe, glaube ich, Leinsamen von der Idee her genommen, weil es eine sehr hochwertige Mische war. Gehackte Würmer, Mistwurm-Feed. Amino muss man auch nicht nehmen. Da gibt es, glaube ich, noch eine andere Wurmkombination und Regenwurmextrakt. Amino einfach nur genommen, quasi so als Geschmacksverstärker, als Booster, in der Hoffnung, dass es ein bisschen was bringt. Bisher sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Auch beim Wettangeln in einer Nacht mit Mische zumindest 3 Dons gefangen. Und jetzt hier in der Nacht bis dato gar nichts in Richtung Don. Reingeschmissen, dann der erste. Ich weiß es nicht. Ich hab jahrelang ohne Mische geangelt. Aber wenn man halt überlegt, dass eine Futtermische eigentlich ja nicht verscheuchen kann, sondern wenn, dann auch eigentlich nur triggert.
wenn sie triggert, also wenn sie, wenn der Fisch sich davon beeinflussen lässt, dann wirkt sie. Wenn er sich davon generell nicht beeinflussen lässt, dann wirkt sie eben auch einfach nicht. Ja, mit dem Gedanken würde ich sagen, einfach mal reinballern. Und warum nicht? Wenn das Verscheuchen quasi ja dann nicht möglich ist, kann man ja reinballern, wie man will sozusagen. Man darf es halt nicht überfüttern, ne? Das ist halt immer der Punkt. Aber grundsätzlich, why not? Und guck mal hier, die Güster und die Nasen freuen sich auch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das war jetzt bloß eine kurze Veränderung in den Morgenstunden. Guck mal hier, schöne Zope. Mega geil. Sehen immer aus wie so, Lackschuhe, Alter. Würde ich anziehen. weiter geht's. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich mal, also ich ziehe jetzt mal durch so bis ungefähr 10 Uhr und dann gucken wir nochmal in den Kescher rein. Sollte sich was ergeben, schalte ich natürlich wieder ein. Ja, und angekommen schauen wir natürlich als erstes ins Café. Was haben wir da? Haben wir nicht? Oh, kriegen wir das hin? 4 Stück ab 50 Gramm. Haben wir noch andere? Nö, dann machen wir das. Nach Gewicht sortieren, 4 Stück ab 50 Gramm für 8 verkauft. Nasen haben wir wohl genug. Nach Gewicht sortieren bringt 9. Jawohl. Kaulbarsche hatten wir nicht, Lauben nicht, Schleim nicht. Güster hatten wir nach Gewicht sortieren 4 Stück. Oha. Aber immerhin 23 Ocken. Da nehmen wir auch mal eine etwas größere mit. Und den Rest hatten wir auch nicht. Das heißt, wir hatten hier schon wieder 30, ja, knapp 40 Silber im Café und dazu kommt jede Menge an Gefisch eben auch noch, was wir gerade nicht im Café abgeben können. 79, also 80 Silber dazu, das passt doch. Knappe 120 Silber kann man noch machen, mal eben in, ja, was waren das jetzt, 40 Minuten vielleicht, rund 40 Minuten würde ich sagen. Leider nur ein Don. Die Trophy wartet immer noch. Ob ich sie dieses Jahr noch kriege, wer weiß es schon. Werden wir sehen. Ich würde sagen, Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Gönnt euch und toi toi mit dem Don Kaulbarsch. Petri. Wow.